Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von Treffpunkt Freizeit. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Iglu-Hotels gibt es nur zweimal in Deutschland. Das eine befindet sich auf der Zugspitze, das andere hier bei uns im Allgäu auf dem Nebelhorn. 10 Schlafiglus gibt es dieses Jahr und die Inneneinrichtung wurde von Steinmetzen und Bildhauern aus dem Allgäu entworfen. In der 6. Saison befindet sich die Iglu-Lodge jetzt schon und wird gut besucht. Mehr als 12.000 Menschen haben da bereits übernachtet. Ein frostiges Vergnügen. Hier kommen sie. 8 Menschen, denen es im Schlafzimmer nicht kalt genug sein kann. Deshalb wollen sie eine Nacht auf dem Nebelhorn in gut 2000 Metern Höhe verbringen. Die Iglu Lodge bietet dazu die Möglichkeit. Zur Begrüßung gibt es für die kühnen Abenteurer erstmal einen heißen Glühwein und eine kurze Führung durch die Aufenthalt-Iglus. In der ersten Saison stieß das Projekt noch auf großen Widerstand. Wir befinden uns hier im Landschaftsschutzgebiet. Und es ist in der Tat nicht so einfach gewesen, dieses Projekt hier zu realisieren, weil wir natürlich auch was gemacht haben, was einfach keiner kennt und was sich auch keiner vorstellen kann, wenn er es mal nicht gesehen hat. Und am Anfang waren da schon die Bedenken, gerade von Seiten vom Naturschutz, sehr, sehr hoch, dass wir hier Halligalli auf dem Berg machen. Aber nicht nur von Seiten des Landschafts- und Naturschutzes gab es Schwierigkeiten. Wenn hier im Speiseiglu am Abend das Käsefondue serviert wird, dann gelten die Auflagen eines normalen Hotel- und Gastronomiebetriebes. Eine Herausforderung in der kleinen Iglu-Küche ohne fließendes Wasser. Doch das ist nur ein logistisches Problem des Projekts. Also die Logistik ist hier somit die größte Herausforderung neben dem Wetter. Wenn das Wetter noch dazu kommt, dann ist die Logistik noch schwieriger. Wir müssen alles mit der Bergbahn hochtransportieren. Ganz große Sachen wie unser Whirlpool kamen damals zum Beispiel auch mit dem Helikopter hier hoch. Und es ist halt immer, wenn hier irgendwas kaputt geht, ich kann hier nicht direkt reagieren, sondern muss eigentlich die Sachen dann irgendwie ins Tal runterbringen und dann unten reparieren lassen. Normalerweise dauert es 3 Wochen, bis die Iglu Lodge steht. Weil dieses Jahr bis Mitte Dezember nicht genug Schnee lag, musste die Anlage in nur knapp 2 Wochen aufgebaut werden. Das 15-köpfige Team hat es aber dennoch rechtzeitig zum 28. Dezember geschafft, das kleine Dorf für die Gäste fertigzustellen. Der Aufbau ist dabei jedes Jahr anders. Dahinter steckt ein ausgeklügeltes System. Das ist jedes Jahr aufs Neue eine Herausforderung. Einfach erklärt, bläst man einen Ballon auf. Und dann kommt die Pistenraupe, schiebt Schnee an den Ballon ran, nicht ganz an die Wand, sondern so 2 Meter davor. Und dann wird der ganze Schnee Schicht für Schicht an diesen Ballon hingefräst, bis oben nichts mehr zu sehen ist. Und der Schnee verdichtet sich bei dem Vorgang so stark, dass man praktisch danach eigentlich das Iglu selbst mit einer Pistenraupe nicht mehr so einfach zum Einstürzen bringen kann. So ist es möglich, eine Iglu-Suite mit 2 Räumen zu bauen. Praktisch ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Es gibt auch einen Zimmerservice oder eher einen Iglu-Service, der den Gästen alle möglichen Kalt- und Warmgetränke ins Iglu bringt. Vor der Kälte in der Nacht, die Temperaturen liegen normalerweise unter dem Gefrierpunkt, schützt ein warmer Expeditionsschlafsack. Jeder Gast darf nur eine Nacht in der Iglu-Lodge verbringen. Zum einen, weil es ein Abenteuer sein soll, zum anderen müssen die Iglus belüftet und wieder heruntergekühlt werden. Den Gästen bietet der Berg aber noch viel mehr. Wir befinden uns hier ja auf dem Nebelhorn und am Nebelhorn kann man natürlich zum einen wunderbar schön Skifahren. Wir haben selber hier noch einen Flying Fox, das ist ein 200 Meter langes Stahlseil, mit dem die Leute praktisch unsere Gäste zum Iglu fliegen können. Es gibt da an der Mittelstation einen Winterfunpark, wo man verschiedenste alternative Wintersportgeräte statt Ski oder Snowboard ausprobieren kann. Man kann hier oben rodeln. Also es gibt hier jede Menge am Berg zu erleben. Und es gibt bei gutem Wetter eine Spitzenaussicht auf die umliegenden Berge. Nachdem die letzte Bahn ins Tal gefahren ist, laufen die Gäste der Iglu Lodge vom Nebelhorn zum Zeigersattel. Und dort schauen sie sich den Sonnenuntergang in einer imposanten Landschaft an. Die Hörnerschlittenrennen finden jedes Jahr um die Faschingszeit in verschiedenen Orten im Allgäu statt. Dabei tun die Teilnehmer eigentlich nichts anderes, was man sowieso mit einem Schlitten macht. Sie fahren vom Berg ins Tal. Aber das Besondere daran sind die Schlitten selbst. Und wie so ein Hörnerschlitten oder auch in der Pfrontner Gegend Schalenke genannt, entsteht, das haben wir uns mal für Sie angeschaut.
Dieses Holzstück soll einmal Teil eines Schlittens werden, genauer gesagt eine Kufe. Davon ist allerdings noch nichts zu sehen. Erster Schritt, das große Holzstück wird in mehrere Stücke zersägt. Die langen Holzlatten lassen es schon erahnen. Florian, Johannes und Dominik bauen keine normalen Schlitten, sondern einen Schalenker. Früher die Alte, die haben halt auf den Bergen auf müssen und dann irgendwie ihr Zeug reinbringen. Das war halt Holz und Heu. Und das haben sie dann auf die Schalenker geladen und sind dann mit denen runter ins Tal. War auch relativ riskant, sage ich einmal. Ja, man war immer froh, wenn man das Holz und alles sicher ins Tal gebracht hat. Die Latten sind zwar zugeschnitten, doch so kann man sie noch nicht zu einer Kufe verarbeiten. Als erstes brauchen sie die richtige Dicke. Außerdem müssen die Holzlatten gerade sein, damit sie später genau aufeinander passen. Für diese Arbeitsschritte führen Florian und Dominik die Latten durch verschiedene Maschinen. Vor 10 Jahren habe ich mir halt mal gedacht, das wäre mal selber schwer, so einen Schlitten zu bauen. Naja, das hat sich jetzt bis jetzt hingezogen. Aber jetzt hat mich mal der Ehrgeiz gepackt. Florian ist Schreinermeister und arbeitet in der Familienschreinerei. Das nötige Wissen und das handwerkliche Geschick hat er also. Nach Feierabend bleibt er oft noch lange in der Werkstatt und bastelt am Hörnerschlitten. Dominik und Johannes greifen ihm dabei unter die Arme. Auch wenn er einige Arbeitsschritte alleine machen kann, mit mehreren helfenden Händen geht es einfach schneller. In erster Linie habe ich den Schlitten mal gebaut als Sportgerät für mich jetzt auch so, weil ich auch gerne mal am Berg auflaufe und das halt dann mit einem Freund oder so. Und dann mal runterfahren. Beim Rennen mitgefahren bin ich jetzt noch nie. Aber wenn der Schlitten gut läuft, dann kann es sein, dass ich mitfahre. Und für den Fall, dass Florian mitfährt, braucht der Schlitten gute Kufen. Das ist nun der nächste Schritt. Die einzelnen Holzlatten sollen zu einer robusten Kufe verleimt werden. Also zuerst hat man halt die ganze Latten vorbereitet, hat sie halt in die Reihe gelegt, dass man sich dann leichter tut beim Leimauftrag, hat die Schablone sich gut zurechtgelegt, dass es dann alles ein bisschen zügig vonstatten geht, weil der Leim, wenn der anzieht, hält die Leimfuge nicht mehr und dann war die ganze Arbeit umsonst. Ja, auf jeden Fall wird halt dann der Leim auftragen. Wenn der Leim drauf ist, werden die Latten zusammengelegt und dann in die Schablone rein und dann eben mit Zwingen zusammengespannt, mit der Positivform und der Negativform, dass er dann seine letztendliche Form kriegt. Ein bisschen Erfahrung im Schalenkebauen hat Florian sogar schon, denn das ist bereits der zweite Schlitten. Sein erstes Exemplar ist schon fast fertig, es fehlen nur noch die Feinarbeiten, wie zum Beispiel das Lackieren. Das übernimmt sein Vater für ihn. Fertig lackiert ist der Schlitten dann bereit für die Piste. Schon viele haben versucht, sich satirisch mit dem Thema Adolf Hitler auseinanderzusetzen. Bereits zu Lebzeiten Hitlers hat das Charlie Chaplin getan, mit seinem Film Der große Diktator. Sein erster Tonfilm übrigens. In den 70er Jahren war es die englische Komikertruppe Monty Python, die alle möglichen Nazi-Größen auf die Schippe genommen hat. Aber bis ein Deutscher sich an das Thema rangewagt hat, ist einige Zeit vergangen. 2012 war es dann soweit. Der Debütroman von Timo Wermisch, Er ist wieder da, ist erschienen. Ein Riesenerfolg und das Landestheater Schwaben hat diesen großen Bucherfolg jetzt auf die Bühne gebracht. Er ist wieder da. Es ist das Jahr 2011. Nach 66 Jahren ist Adolf Hitler mitten in Berlin und erst einmal ziemlich orientierungslos. Ein Mann findet ihn und hält Hitler für einen Comedian, der ganz in seiner Rolle aufgeht. Zufälligerweise kennt er auch jemanden beim Fernsehen. Sein Bekannter ist immer auf der Suche nach neuen Talenten wie Hitler. Julian Ricker spielt in dem Stück sämtliche Rollen. Eine unheimliche Herausforderung, die aber auch viel Spaß macht. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich jetzt nicht den Hitler so psychologisch analysieren musste, sondern eben den Vorteil hatte, ihn überzeichnet darzustellen. Und das war eigentlich sehr viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht bei der Arbeit. Aber es war natürlich auch anstrengend, weil es sehr schnelle Wechsel gibt und man muss da in einer sehr hohen Konzentration sein und auch extrem viel Text zu lernen. Also sowas hatte ich bisher noch nicht, so einen Riesenbatzen an Text. In den letzten 66 Jahren hat sich viel verändert. Hitler ist durchaus angetan von den neuen Möglichkeiten. Vor allem die neuen Massenmedien begeistern ihn. Was er allerdings nicht verstehen kann, wie so ein famoses Propagandamittel wie das Fernsehen für Kochsendungen verschwendet wird. Die Medienkritik ist deutlich.
Aber auch die Pegida-Bewegung bekommt einen Platz in der Theaterfassung des Bestsellers von Timor Vermes. Eine gewagte, aber berechtigte Verbindung, so Rika. Ich glaube, es ist schon eine Verbindung da, weil ich glaube, dass Hitler jetzt auftaucht und eigentlich das so offensichtlich ist, glaube ich, hat man vielleicht bei Pegida auch nicht so schnell wahrgenommen. Oder ich habe es vielleicht auch erst ignoriert und dann, als auf einmal mehrere tausend Menschen auf der Straße waren, merkt man eigentlich, wie schnell dieser Geist wieder da ist. So. Aber das ist nur eine leichte Anspielung. In Deutschland ist es ein besonders schmaler Grat zwischen komisch und geschmacklos, wenn es um Witze über Hitler geht. Vor allem das ältere Publikum tut sich schwer. Die Jüngeren haben eine größere Distanz und sind befreiter. Zum Beispiel beim Telefonat mit der Produktionsfirma. Naja, also dass Sie so heißen. Ja, zu Bonner fällt, dass Sie heißen doch auch irgendwie. Und sitze ich da und sage, oh, was für ein Zufall. Schon, aber Sie sehen ja auch so aus. Also, so wie Sie heißen. Das sehen dann ganz anders aus, als wie Sie heißen. Oh nein, aber... Ja, also in Gottes Namen machen Sie die Papiere fertig. Vor allem am Ende imitiert Ricker in einer minutenlangen Rede den Sprachduktus von Hitler erschreckend originalgetreu. Die erwarteten Lacher bleiben dabei jedoch aus. Es ist gut, dass er nicht mehr da ist. Die Wahrheit sind Sie hier. So, das war's auch schon wieder von Treffpunkt Freizeit für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.